Was oft hilft gegen Wohnungsnot, ist bauen. Ja, hat man jetzt rausgefunden. Bauen. Insbesondere Berlin muss viel mehr bauen. Wir können ja mal gucken, wie das bis jetzt so vorangeht und schalten live ins Berliner Bauaufsichtsamt zu Matthias Matschke. Herr Matschke, wie läuft's denn so? Na, schön, dazu zu fragen, Herr Welke. Es läuft scheiße. Und ich habe auch keine Lust mehr, das schön zu reden. Sämtliche Berlin-Klischees stimmen. Dieser verranzte Trümmerhaufen, den wir Hauptstadt nennen, kriegt nichts gebacken. Und zwar egal, wer regiert. Keine Ahnung, ob die hier was ins Trinkwasser mischen, wovon man doof wird. Aber wenn, dann funktioniert das. Sonst funktioniert mir nicht gar nichts. Oh, Mensch. Ah, aua. Ich hab das so satt, dieses Kack-Berlin. Ja, Herr Matschke, das ist mir jetzt fast ein bisschen viel Berlin-Klischee, muss ich sagen. Ja. Jedes Jahr ziehen über 40.000 neue Bekloppte in diese Stadt. Warum? Hier ist nichts. Und hier wird auch nie wieder was sein. Die Zahl der Baugenehmigungen ist in Berlin letztes Jahr zurückgegangen. Es sind weniger, es müssten mehr sein. Es sind aber weniger. Ja, aber warum? Ja, das weiß ich nicht. Das weiß keiner. Ist inzwischen auch egal, wegen kaputtgesparter Behörden, Bürokratie, sind keine Ahnung. Eigentlich sei das Baurecht ein Bauverhinderungsrecht, sagen viele in der Branche. Das ist grotesk. Das Empire State Building wurde innerhalb von 15 Monaten gebaut. Ja, aber nicht von Berlinern. Wenn wir das geplant hätten, dann wäre doch alles, dann wär doch alles unfertig. Uns darf man gar nichts bauen lassen. Terminal 2 am Berliner Flughafen, das wird jetzt doppelt so teuer. Überrascht irgendjemanden? Nein. Ich spüre bei Ihnen einen gewissen Fatalismus. Ich spüre seit Jahren nichts mehr. Ich warte nur noch auf die Rente oder den Tod. Je nachdem, was zuerst kommt. Wichtig ist nur eins. Diese Stadt darf nie wieder irgendein Großprojekt in Angriff nehmen. Nie wieder! Das Bundesinnenministerium will den Vorstoß für eine erneute Olympiabewerbung Berlins prüfen. Der Landessportbund Berlin ist dafür, dass sich die Stadt um die Olympischen Spiele 2036 bewirbt. Oh Gott! Kann der Russe bitte wiederkommen? Nein. Matthias Matschke, meine Damen und Herren, vielen Dank.